Beim Tag der Industrie in Berlin spricht jetzt BDI-Präsident Russwurm und wir schalten uns mal live dazu. Dann äußern wird einerseits zum Industriestandort Deutschland, dann natürlich für Sie alle extrem spannend die Frage, wie sichern wir die Energieversorgung in Deutschland in diesen Zeiten? Friedrich Merz, der CDU-Chef, hat das Thema angesprochen, hat auch die Dringlichkeit angesprochen. Darüber werden wir sicherlich auch dann heute Nachmittag mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sprechen, der sich in diesen Zeiten große Mühe gibt, die Energieversorgung zu sichern, der durch die Welt reist und versucht, Kooperationen ins Leben zu rufen mit Staaten, dass wir eben unabhängiger werden von den russischen Gaslieferungen. Eine Frage, die wir heute auch noch mal diskutieren möchten, ist zum Beispiel die Frage, wie viele von Ihnen denn davon ausgehen, dass Russland möglicherweise die Gaslieferungen einstellen wird. Ich frage einfach mal in den Saal, wer geht davon aus? Es sind doch einige Hände, die da in die Höhe gehen und das zeigt auch die Dringlichkeit und dann sind wir natürlich auch ganz gespannt zu erfahren, wie Sie sich darauf vorbereiten oder wie die CEOs, die wir dann im Verlauf des Nachmittags hier haben werden, sich auf ein solches Szenario vorbereiten. Es gibt CEOs, Geschäftsführer, eine werden wir später auch noch hier haben auf der Bühne, die schon vor Jahren sich mit dem Thema befasst haben und gesagt haben, wir machen uns nicht allein abhängig von russischem Gas. Was passiert eben, wenn die also in weiser Voraussicht gehandelt haben, wie man Unternehmen resilienter aufstellt in diesen Zeiten? Das ist also ein Thema. Und wir sind in dem Zusammenhang dann auch gespannt auf die Rede von Professor Dr. Siegfried Russwurm, der gleich den Bundeskanzler begrüßen wird und hier auf die Bühne holen wird. Bekomme gerade Regieanweisungen, falls Sie sich wundern, warum ich mitten im Satz stocke. Also an dieser Stelle erwähne ich einfach mal, wir sind in einer Live-Veranstaltung und zu einer Live-Veranstaltung gehört eben auch, dass manche Gäste sich verzögern können, insbesondere in diesen Zeiten. Sie können sich vorstellen, was politisch hinter den Kulissen los ist, was politisch hinter den Kulissen besprochen wird und dass die Tage dann auch in der Politik nicht so ablaufen, wie sie ursprünglich vielleicht einmal geplant waren. An dieser Stelle ermögliche ich uns allen jetzt einfach einen kurzen Break zum Austausch. Bis gleich.